Wir wissen ja alle, dass Bush es lieber gesehen hätte, wenn Edmund Stoiber die Bundestagswahl gewonnen hätte. Also rein rhetorisch wären die ja das Dreamteam. Naja, und wahrscheinlich hat ihm Stoiber auch direkt nach der verlorenen Wahl geschrieben. Natürlich hat er den Brief nicht selber geschrieben, sondern Angela Merkel diktiert. Und das sah so aus. So, Angela, jetzt schreibst du mal... Servus, Bursche. Das verstand er nicht. Hello, Schosch. I am sorry that I did not win the vote to the Bundeschancellor. But maybe I can push Gerhard from his chair in the next legislaturperiode. This is the ground why I write you. I am a big fan from you. I bewonder you. Your Herrschaftszeitner, das heißt jetzt Durchsetzungsvermögen. I bewonder you through sitting money. And your through holding money. How you fight against the enemies. That makes you so fast, nobody after.